Leute, here we go again, Folge 6 von F-Boy Island. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und habt Bock. Ich auf jeden Fall. Was war das mal wieder für ein Ende? Alle F-Boys mussten sich outen. Sehr, sehr interessant. Der Einzige, der bisher noch übrig geblieben ist, ist der Old Jared. Jetzt wird's also spannend. Wie geht's weiter? Da ist er. Let these ladies know what you came here as. Initially, I came here as an F-Boy. God damn it. Also das heißt, jeden Mann, den sie eigentlich interessant fanden bisher, der jetzt wirklich in der engeren Auswahl stand, ist eigentlich ein F-Boy. I cannot believe that he told me that he was falling for me in front of everyone. I'm gonna like wonder like if he's being genuine or if he's just sweet talking. Das ist jetzt, glaube ich, genau der Sinn der Sache. Jetzt habe ich auch das Prinzip bei diesem F-Boy Island verstanden. Also, wenn die F-Boys geoutet werden, dann werden ja immer so kleine Einspieler gezeigt, wo die Jungs sagen, oh, ich date am Tag so 4, 5, 6 Frauen und die merken nichts davon. Und das letzte Mal, als ich hatte, war direkt hier in der Lunchbreak, habe ich mir eine klar gemacht am Pier. Also einfach Jungs, die gar kein Interesse haben an einer wirklichen Beziehung und die einfach nur versuchen, diese Mädels von sich zu überzeugen. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, da hinter die Fassade zu blicken, ob jemand ein Nice Guy ist oder einer dieser F-Boys. It's time for you to stop playing games and change your ways. Da bleibt jetzt natürlich wieder die Frage, wollen sie das denn überhaupt? Wollen die F-Boys sich verändern? I don't know. Jetzt kommen wir mal wieder zu den rausgeschmissenen F-Boys. Casey ganz vorne hier dabei, der hat mal wieder Therapiestunde mit der Moderatorin. Das sind so nette Einspieler, aber diesmal wird es recht interessant. Do you still have feelings for CJ? Absolutely. I think CJ and I are the same person. True, das habe ich auch gedacht. Also wie gesagt, man kann da viel sagen und über seine Arroganz, aber ey, sie ist genauso. Sie ist wirklich die gleiche Person, nur in weiblich und deswegen, die würden gut zusammenpassen. Charakterlich sind die sich, glaube ich, auch sehr, sehr ähnlich. Nur, dass natürlich CJ am längeren Hebel sitzt, denn ja, sie kann sich zwischen den Männern entscheiden. I'm falling for you. This Jared is like weird. This is not who he is in front of us. Das war schon sehr, sehr krass. Also, bei der letzten Eliminierung war es ja wirklich so, dass Jared, der OG Jared, gesagt hat, hier, I'm falling in love und hier, sie ist mir so wichtig. In front of everybody, ja, damit es jeder mitbekommt und natürlich Nikia sich geschmeichelt fühlt. War so ein 50-50-Ding, es hätte auch voll in die Hose gehen können und sie hätte sagen können, was für ein Spinner. Sowas ähnlich wie bei Bauer sucht Frau, wenn die Ladies zum ersten Mal ankommen am Bahnsteig und der Bauer sie schon empfängt, ein Küsschen gibt und sagt, ich liebe dich, obwohl sie sich noch nie gesehen haben. So ein bisschen vom Feeling her, aber ja. Die Jungs machen sich jetzt natürlich lustig und zu Recht. Like that is the biggest F-Boy move is when your back is against the wall and you haven't gotten what you wanted. 1:1, like he said, ja, ist so. Also wie gesagt, der war verzweifelt, der hatte Angst nach Hause zu gehen. Ich glaube, die wissen auch gar nicht, was passiert, wenn sie rausgeschmissen werden, dass die Sendezeit noch nicht ganz vorbei ist, dass sie in dieses Gehege, whatever, geschickt werden. Ja, also von daher, er war verzweifelt. Safe. Hello ladies. Last night, you discovered exactly who's a nice guy and who's an F-Boy. Stalk, spy and snoop away. Okay, das ist geil. Das ist jetzt in You-Manier. Können Sie wahrscheinlich auf Social Media alles abchecken, die Profile von den Jungs. Und ja, alles wahrscheinlich auch, was Sie der Produktion geschickt haben. Das wird unangenehm. Mr. Garrett, man of the hour. Happy birthday to my love. What this is not like 7 weeks ago. Oh no. Oh mein Gott. Okay, das ist sehr, sehr geil. Eieieiei. 7 Wochen ist das her. Also, oh, oh, oh. Ja, also sind die safe noch in einer Beziehung. Und das ist natürlich auch wieder... Ja, das war's, my man. Eigentlich. Think about falling in love. Doesn't mean you're in love. You're in the process of opening yourself and being vulnerable. Oha. Wahre Worte. Ich weiß nicht, ob der die Nacht vorher ein Buch gelesen hat. Aber das, was er gerade gesagt hat, macht auf jeden Fall Sinn. Leute, schnappt euch das Popcorn, Jungs, macht ein Bier auf, Mädels, Lillet, Wildberry oder sowas, jetzt geht es zur Sache. It's going down. I figured the only way I was going to get Garrett to confess to anything was to go through public humiliation. Earlier today, we had the chance to do a deep dive on everyone's social media. Wie er guckt, er weiß ganz genau, was jetzt passiert. So we found some interesting things. Here's what's happening. I'm giving you 2 options. You can either pack your shit, or we can get this girl on a phone call or a FaceTime and see what she has to say about things. What the hell? Oh mein Gott, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil gemacht. Ich liebe F4 Island. Richtig nice.
unangenehm. Ich fühle so ein bisschen mit Garrett mit, aber nur ganz, ganz wenig. Und ich habe ein bisschen Gänsehaut, weil ich wüsste, ich bin gespannt, wie er reagiert. Ist er ein smarter Kopf? Hat er schon das überlegt, was passieren könnte, dass das passieren könnte? Hat er schon eine Antwort parat? Oder sind wir jetzt live dabei? Are you kidding me? I'm shook. Jetzt bleibt die Frage, wie wichtig ist ihm die Freundin draußen? Und die größte Frage aller Zeiten ist, weiß die Freundin draußen davon, dass er bei so einer Show mitmacht? Oder hat er gesagt, hey, ich bin mit den Jungs in Australien 4-5 Wochen unterwegs, sorry, Internet habe ich nicht, ich will ein bisschen Social, ich mache so ein bisschen Social Detox, deswegen, ey, du wirst mich nicht erreichen können. Lord knows. I think Sarah is worth it. So, let me chat with Sarah, let's see if we can set up this FaceTime and let's do this. Oha, hätte ich nicht gedacht. Aber, ne, okay, das ist ja voll der Blödsinn. Ich meine, er ist ein F-Boy. Was ist denn ein F-Boy mit einem Girlfriend? Also, wie wichtig wird ihm die Freundin sein? Natürlich nicht so wichtig. Dass er die jetzt aufgeben würde, ist eigentlich auch relativ klar. Außer er ist halt kein F-Boy, sondern wirklich ein Beziehungstyp. Und das ist ja offensichtlich nicht. A girl wouldn't say, like, I love you on Instagram or have, like, all these pictures of you together if it wasn't a relationship. That's not someone you're just talking to. I don't know. Like, what is it? That's why I want to hear from the girl, because all I'm hearing right now are just words about you explaining things. Yo, recht hat sie. Like we shared like awesome time together. Yeah, then why wouldn't you just admit it was a relationship? Or like, seriously, I'm done. Bro, wolltest du nicht gerade anrufen? The reason why I said I'm falling for you is because I'm like, I'm falling. Like, I'm literally opening myself up to you fully. I know that I do have feelings for you, but at the same time, I also don't want to be stupid. Muss man lassen, also er hat es ja bei den Jungs schon geübt und jetzt hier, die Generalprobe hat funktioniert und jetzt der Hauptact, der Showact on stage mit Nikia, perfekt gelaufen. Would you say that you're not an F-boy? Yeah. Do you feel like that? Do you feel like you wouldn't go back to F-boy ways? Was soll er denn sonst sagen, dass er sagt, ja, ja, klar, wenn die Kamera jetzt nicht mehr auf mich gerichtet ist, natürlich bin ich wieder ein F-Boy. That's my lifestyle. The life I chose. Jetzt aber for real. Jared kommt. Hi. Hi. Hi, Lauren. What's up? What's up, Lauren? How are you doing? Hi. I just have a couple of, like, little questions. Erst einmal, sie sieht echt gut aus, muss man jetzt hier auch mal sagen, und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Just a fact check what Garrett has been saying to know if he's like trustworthy. My first question is, are you and Garrett currently in a relationship? No, we're not in a relationship. Oha, also entweder hat er sich irgendwo ein kleines Phone geschnappt und hat sie vorher hat ihr vorher Instruktionen gegeben, was sie sagen soll, oder sie sagt ihr die Wahrheit. Okay. Were you guys ever in a relationship? You were? Okay. Do you think that I'm ready for another relationship? That's not a question that I can answer. That's only a question that you can answer. Mm-hmm. Oh, oh, oh. Also, ich glaube ganz ehrlich, so wie sie schaut und sie spricht ja nicht viel. Sie macht ja sehr, sehr wenig Mimik, was vielleicht auch an den Botox-Lippen liegt. Unabhängig davon sagt sie nicht viel und man merkt, dass ihr das sehr, sehr unangenehm ist und dass sie mehr sagen möchte. Aber da wurde der Riegel vorgeschoben. Cool. Is Garrett someone that I can trust? Mhm. Ja, safe. Ja. I want you to know that I appreciate it. Good luck, and it was really nice to meet you. Thank you. It was nice meeting you too. I've always liked Garrett, but I couldn't trust him. So, but now that I've had the girl's perspective on things, I feel like I can trust him a bit more. What? Also, ich meine, nach diesem Gespräch, ich weiß nicht, wie geht's euch? Hätte euch das jetzt als Frau eine Sicherheit gegeben gegenüber diesen F-Boy? Ich glaube nicht, oder? Das hätte ihn jetzt noch mehr verdächtig gemacht. Also am Anfang hat sie kaum gesprochen, dann hat sie mal was gesagt. Ja, am Ende hat sie gesagt, hier, good luck, so, keine Ahnung. Dein Ding, weiß ich nicht. Like, if he breaks trust again, like, that's just it, gonna be it. It's like, I'm not sitting here and being like, hey, Sarah, let me have a full debrief on your last relationship. Yeah. Sehr smart, my man. Eine schlaue Frau würde das jetzt natürlich durchschauen. Nicht, dass Sarah nicht schlau ist. Aber ganz ehrlich, jetzt sozusagen
das gegen sie zu spielen und zu sagen, oh, ich würde das auch nicht machen und dich in diese Situation bringen, ist halt nicht so geil. Und dann sagt sie, das kann ich voll verstehen, dass das jetzt echt hart für dich war. What the fuck? Seemed like it was mutual. Which is why it hurts that you aren't trusting me. And I think that's the biggest thing. Smart my man, sie fällt voll rein. Like I was in a relationship, a really long relationship. Every single other month, it was like this girl would break up with me. And I cared about her. And it just feels like it's the same fucking thing. It's like nothing I can do. Like, I hate this shit, man. Nicht sein Ernst. Glaubt ihr ihm das? Also gleich im Interview wird er sagen, oh mein Gott, dass das so aufgegangen ist, voll krass und so. Das hat sich doch bezahlt gemacht, hier mein Acting. I want to trust Garrett. I really do. Because I really think him and Sarah are cute together, but that's not what's important. I just feel like if he wasn't dating her, he would remove the pictures and the videos. So ultimately, in my gut, I don't believe him. Wenigstens eine. How much more, like, torture do I have to take? Like, all those, like, emotions are coming out again. Ich glaub ihm kein Wort. Und, ja, kein Wort. I don't know. It's just hard. I'm sorry. Voll. Und wir dachten, das wäre es schon mit dem Drama gewesen. Nein, wir haben ja noch OG Jared, der Typ, der in Love gefallen ist. Und ja, keiner der Jungs glaubt ihm. Und das wird jetzt nochmal vor der ganz großen Gruppe mit Nick hier diskutiert. You feel like what you said was genuine. Nobody here believes anything that you said, bro. Aber haben sie jetzt das Recht, darüber zu urteilen? Also sie wollen Nikia beschützen, aber sie wollen natürlich auch gewinnen. Sie haben wahrscheinlich Angst, dass sie gegen ihn verlieren. I'm not expressing how I feel to you. It's not up to you to put opinions in my mouth. It just seems weird that everyone is saying he's not here for the right reason. Okay, das ist auch ein bisschen komisch und natürlich wäre ich auch verunsichert. Why is it that you guys are collectively attacking me? I'm not really trying to collectively attack you. I just feel like you're not here for the right reason. Look, now you are acting absolutely ridiculous. Leute, nur mal ganz kurz, das ist gerade ein F-Boy, der mit einem anderen F-Boy darüber diskutiert, fake zu sein. Get it? All three of you guys came together out of nowhere. DJ, come, please, come. Relax, relax. DJ, come, please, I need help. OMG, also sie denkt jetzt, dass das eskalieren könnte und ja, danach sieht es gerade auch ein bisschen aus. Coming! Everybody get down, help. Dicker, jetzt stellen sie sich auf irgendwelche Gegenstände, um größer zu sein als der andere, um mehr Brutalität und mehr Bedrohung auszustrahlen. Okay, diese Guys, ich wette mit euch, Nikia wird die beide rausschmeißen. Why you got so much ego? Why is it about you? You're the one with the ego. He said, I don't plan on being with her. Did you not say you? I don't need to hear more. I'm done. Okay, ja, shoot that shoot. Ich glaube, Jared ist auf jeden Fall getroffen. Like, I don't give a fuck about you. Leute, das ist Reality TV. Das brauchen wir auch. Nicht, dass die Jungs sich jetzt prügeln müssen, aber es muss hier in Deutschland mehr Hektik geben. Schaut euch Love Island gerade an. Langweiligste, was man jemals gesehen hat. Das ist wirklich gutes Entertainment für die Leute, die wirklich Reality TV mögen. Like me. Dann kommt es mal wieder zur Eliminierung, sollte man meinen. Diesmal ist es mal wieder ein bisschen anders, denn die Frauen müssen vorher entscheiden, welche Männer wollen sie saven. Also nicht, wer sind die Bottom Two, sondern wer wird vor der Eliminierung geschützt. Also wieder mal ein bisschen anders. Sean, Josh. Ja, jetzt werden auf jeden Fall erstmal die Nice Guys, glaube ich, einfach geschützt. Die sind ja dafür den richtigen Grund, also... We're gonna choose Fernando. Das sind halt auch Jungs, mit denen sie noch nie gesprochen haben. My second save will be new Jared. Macht auch Sinn. Optisch passen die natürlich auch gut zusammen. Und ja, natürlich. Er ist ein nice guy. Welcome. Colin. Also, sie nimmt Colin, der jetzt sozusagen gegen Jared die ganze Zeit geschossen hat. Macht aber auch Sinn. Das bedeutet aber auch, dass sie ihm mehr glaubt als dem OG. No one. Ich finde das so geil, dass sie da machen können, was sie wollen. Sie sagt einfach, nein, niemand mehr. Ich hätte noch eine Option, gar keinen Bock. Okay. I have Sean and new Jared, and that's all I need. Macht Sinn. Right, Sarah? Garrett. Thank you. Always making my heart just go up and down.
Ja, sagt dann auch immer jeder, aber okay. Sie glaubt ihm, ihr hat das gereicht mit diesem FaceTime mit der Freundin, ja, deswegen ist er safe. Right, Nikia, who would you like to save? I'm gonna choose Greg. Das war's. Jared ist raus. OG Jared ist raus. Sie nimmt den Bartmann, der verführerisch auf Instagram seinen Bart massiert. OG Jared ist raus. Dann wird es nochmal ganz wild. Dadurch, dass CJ eine Person nicht genommen hat, darf jetzt eine der anderen, also Sarah oder Nikia, noch eine Person schützen. Sarah sagt, alles fein. Aber Nikia hat da ja, wie gesagt, ein kleines Problem mit dem OG. Wird sie ihn jetzt doch noch retten? This is so intense. I do have the opportunity to save another guy. I'm gonna save OG Jared. Ich weiß nicht, ob ich happy bin oder nicht. Schön für ihn, aber war das gut? Jared, you're safe. Leute, dann hat man gedacht, das war's schon. Wo ist das krasse Grand Finale? Ja, und dann sind wir nochmal im Gelände der F-Boys. Und ja, wir sind live dabei, was auch immer jetzt passiert. Casey macht sich aus dem Staub. One way or another, I will find a way to get back to my girl. Alter, ich liebe diese Show. Ja klar, das ist alles ein bisschen scripted, wurde natürlich vorher abgesprochen mit den Produzenten, aber die sagen, gute Idee, Casey. Gute Idee, machen wir. Das war's, das war Folge 6 von F-Boy Island und ich sag's euch wieder mal, ein bunter Strauß von Emotionen, Dramatik, Intrigen, Lügen und ich liebe es. Ich hoffe, ihr liebt es auch. Wenn es euch gefällt, schreibt gerne mal einen Kommentar in die Comments oder abonniert den Channel. Noch besser, ich sag wie immer, ciao.